Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal mit Supreme Commander. Wir befinden uns im dritten Part der Kampagne und nach dem Sieg auf Snowblind gilt es jetzt, die Operation Metallhai zu bestehen. Immer noch mit der UEF und ja, schauen wir mal. Exzellente Arbeit, Lieutenant. Aufgrund der Fähigkeiten, die Sie auf Luthien bewiesen haben und der Empfehlung von Colonel Arnold, sind Sie hiermit zum Captain befördert. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben soeben erfahren, dass die Eon Matar angreifen, eine wichtige Welt in der Randzone. Zweifellos verpassen sie der Bevölkerung eine Gehirnwäsche oder sie schlachten sie sofort ab. Vertreiben sie die Eon von Matar! Colonel Arnold wird das Oberkommando haben und die Verantwortung tragen. Colonel, Sie werden hier abgesetzt. Und den Captain setzen wir hier ab. Hat man die zerstörten Gates repariert? Unsere Techniker sagen, die Gates funktionieren einwandfrei. Die Zeit ist knapp. Ich erwarte, dass Matar in wenigen Stunden befreit sein wird. Seien Sie um 17.30 Uhr bereit. Wegtreten! Ja, also wir wissen unser Missionsziel. Wir müssen die Eon von Matar vertreiben. Und wenn ich schon wieder Eon höre, da werde ich schon wieder ganz wuschig im Kopf. Weil die sind wirklich sehr, sehr stark. Und ja, also die Gates sollen angeblich wieder repariert sein. Wir werden es gleich wieder sehen. Colonel Arnold wird dann sicherlich uns eine Nachricht hinterlassen. Also, starten wir mal. Und jetzt fährt hier so ein scheiß Auto auf meine Einfahrt. Das sollte man eigentlich aber nicht hören. Wenn ja, dann Pech. Ja, dann schauen wir doch mal. Wir werden die Parts ja wieder ein bisschen kürzer gestalten. Ich habe immer noch sehr viel überzogen in den letzten Parts. Und wir versuchen uns jetzt einfach mal... Wir haben jetzt 6 nach. Die genaue Uhrzeit werdet ihr sicherlich nicht heute erfahren. 6 nach, das heißt bis 20 nach. Können wir einfach mal so gucken. Und irgendwie... Ah, okay. Läuft doch. Wo ist meine Maus? Da. Na los. Na los. So. Colonel, der Captain hat seine Landezone verfehlt. General Clark ist sich sicher, dass sie die Situation korrigieren können. Earthcom Ende. Ich dachte, die Gates wären repariert worden. Bauen Sie eine operative Basis und nehmen Sie sie in Betrieb. Wir müssen improvisieren. Die Aeon besitzen eine Kriegsflotte, die Insel zum Süden hin schützt. Ihre Befehle lauten, eine Sonaranlage und eine Kriegsschiffflotte zu bauen. Wenn Sie damit fertig sind, zerstören Sie die feindlichen Fregatten, die um die Insel stationiert sind. Earthcom Ende. Naja, bla bla bla. Wir brauchen immer Energie und Masse und haben eigentlich schon längst eine Flotte, die fleißig am Bauen ist. So, und wir nehmen jetzt mal meine relativ gute Taktik in Angriff, die hat sonst sich immer gut bewährt. Achso, es war nur 1. Luftabwehr. Weil der kommt jetzt gleich mit einem Aufklärer und lol. Und 2 Bombern, genau. Ich musste gerade mal überlegen. Hier ist alles ganz. Da ist alles wunderbar. Okay, und dann ein paar Energiegeneratoren wieder, damit Keule was zu tun hat. So, hier rüsten wir direkt einen Techniker aus, der sich mal darum kümmert, dem Commander zu helfen. Obwohl, wir können eigentlich mal... Nee, ach komm, keine Tech 1, ey. Wir rüsten gleich direkt auf Tech 2 auf. So, wo ist mein Techniker? Da, helft dem Commander. Ja, mal gucken, was die Mission für uns bereithält. Also unsere Hauptziele sind jetzt, besiegen Sie die Fregattenflotte, müssen wir 3 Stück, und bauen Sie eine Senatsstation. Werden wir doch sicherlich auf Kette kriegen. Hier ist der Techniker. Der Techniker. Und was baust du denn? Nee, du baust erstmal Energiespeicher. Zack, und hier noch ein paar. So, viel Spaß. Captain, seien Sie vorsichtig. Wir orten mehrere U-Boot-Signaturen nahe Ihrer Position. Zerstören Sie sie.
Happy Birthday. Masse sollte gleich auch laufen dann. Einer kommt dahin. Der andere kommt hierhin. Und der dritte. So, und dann so. Der kommt hierhin. So. Masse sollte jetzt gleich auch laufen. Danach nämlich. Wenn ich das richtig sehe. Ja, Massefabrikatoren. Und die Luftabwehrgeschütze brauchen leider noch ein bisschen Zeit. Aber noch haben wir Masse auf Petto, nämlich genau 1000, ja, gleich 1400. Und diesmal mache ich mal meine vernünftige Strategie. Ich bin von einem Aufklärer der Aeon entdeckt worden. Hier wird es gleich ziemlich heiß. Das glaube ich dir sogar. Es ist Zeit für ihre Übergriffe auf die Aeon zu bezahlen. Habe ich nicht nur einen Techniker ausgerüstet, gerade noch vorher? Nee. Da kommt der kleine Drecksack nämlich schon. Luftaufklärer. Schmier ab! Wunderbar. Tiger Strike brauchen wir. Danach sollte Masse wieder laufen. Ah. Was macht er jetzt? Okay, das sollte eigentlich gut laufen. Ja, der Techniker ist sau langsam. Naja, er macht jetzt die Verteidigungsstellung. Das ist ja schon mal relativ positiv. Relativ positiv. Ah, wir haben noch ein drittes Hauptziel bekommen. Zerstören Sie alle feindlichen U-Boote. Wie viele sind das? Vier? Ja, vier Stück. Achso, ich dachte schon. Ich wollte schon sagen. Der produziert jetzt nämlich 22 und die alle anderen nur 20, ne? Ja. Helft immer. Müssen wir hier ein bisschen flotter gehen. Der macht die Energiespeicher aus einem bestimmten Grund, damit ich halt die Speicherelemente erweitern kann. Der soll ruhig hier noch machen. Und dann, ja, dann macht der noch ein... Nee, danach, bevor der irgendwas anderes macht. Danach, da... Beim Aufrüsten auf Tech 2 Masse. Jetzt haben wir minus 20 Masse. Böse. Aber der müsste sich gleich mit Masse wieder ein bisschen beschäftigen. Das heißt, das sollte eigentlich laufen. Und wenn hier, dann sind wir nur noch... Was könnte klappen? Oh, wir sind im Energieminus. Oi. Na egal. Verdammte! Earthcom, ich habe Gesellschaft. Eine ganze Wand von Einheiten. Sie sind hinter mir her. Okay, das wird, glaube ich, brenzlig für den Colonel. Wo hat er sich denn abgesetzt, Mann? Werden wir gleich sehen, ey. Der macht Massespeicher. Oh mein Gott. Nein, das ist doch völlig falsch. Danach machst du den hier. Das sind Energiespeicher, ne? Oh mein Gott, ich habe voll die falschen Dinger gemacht. Ja, egal. Wenn sie jetzt einmal stehen, dann stehen sie halt. Finde ich auch ganz okay. Na, irgendwo ein Techniker am Start. Ah, fertig. Wunderbar. Bilden wir direkt mal fünf Techniker Level 2 aus. Ah, der repariert sogar gerade direkt mal mit. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht.
Wo habe ich denn hier noch einen? Da. Die ist schon T2? Ah, trollololololol. Das ist ja schon eine T2. Aber das ist eine T1. Wo ist es denn hier? Achso, okay. Die Energie verschwindet gerade da. Okay, fang mal mit deinem Hauptziel an, Freundchen. Reicht mit reparieren. So, 2 T2 sind schon fertig. So, wir haben zwar keine Energie, aber das wird sich ja gleich wieder dann ändern. Wenn die Generatoren dann mal fertig sind. Die fressen natürlich jetzt 41 Energie. Obwohl, wartet mal. Ich glaube, das ändern wir einmal um. Wow, 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 wow. Oder vielleicht doch nicht. Bin mir da nicht ganz so sicher. Sehr skeptisch. Masse ist im Minus. Energie ist im Minus. Aber es liegt daran, dass der gerade upgradet, ne? Der gradet ab. Das ist schon T2. Wie viele hat mein Commander noch zu tun? Nur die Energiegeneratoren. Danach soll der sich mal darum kümmern. Zack, zack, zack und zack. Fertig? Wunderbar. Ja. Hier noch einen und da noch einen. Und dann sollte es relativ gut laufen jetzt mal langsam. Ich habe ja aber jetzt einen relativ hohen Energiespeicher danach. Ist halt nur ärgerlich mit der Masse gerade. Helft da mal. Oder Moment mal. Du kommst mal hier hin. Du machst mal... Sollst mal irgendwas tun für dein Geld. So. Dann tut der was. Ich glaube, der braucht Platz, aber ne? Wo fängt er an? Da fängt er an. Das heißt, der Techniker One steht im Weg. Ja, jetzt läuft es zwar mit Energie, Masse, alles wunderbar. T2. Ist doch geil. Sir. Die Aeon-Fregatte und ihre Eskorte sind immer noch auf dem Wasser. Sie müssen zerstört werden, bevor die Mission fortgeführt werden kann. Earthcom Ende. Komm schon. Helft da. Energie und Masse ist schon wieder empty. Jetzt nicht mehr. Die Erleuchtete wird sie holen, Imperialer. Okay. Earthcom, ich habe schwere Verluste. Ich baue neue Einheiten und schicke Aufklärer raus. Doch wenn sie mich nochmal so stark erwischen, rollen sie über mich hinweg. Einige Einheiten waren mit einer unbekannten Insignie gekennzeichnet. Übertrage Bild. Colonel, können Sie die Insignie bestätigen? Ich habe Ihnen noch gerade ein Bild geschickt. Natürlich kann ich Sie bestätigen. Ich habe Ihnen gerade ein Bild geschickt. Ja, ich habe mich ein bisschen... Das ist das königliche Wappen. Es wird nur von Champions der Prinzessin genutzt. Halten Sie sich für weitere Befehle bereit. Earthcom Ende. Fantastisch. Das hört sich nicht gut an. So, dann ist ja unsere Verteidigung erstmal voll am Start. Die U-Boote laufen. Die Energie läuft jetzt langsam auch ins Plus. Da geht jetzt die Post ab mit
Masse-Extraktoren. Sollen wir mal upgraden? Ja, wir graden ab. Wo hat denn T1 da nichts zu tun, Alter? Da. Was macht der denn? Der macht, was macht der denn? Was soll er denn machen? Der soll eine Luftwaffenfabrik basteln. Ist eine gute Idee. Bastel du mal eine Luftwaffenfabrik. Energie ist schon wieder im Minus, sehe ich gerade. Das ist nicht gut. Warum ist das D1 Luftabwehrgeschütz so ein bisschen Schrott? Naja, das kann mir wohl keiner beantworten. Oh mein Gott, meine mobile Dings brennt, fackelt und so. Die sind fertig. Upgraden, alles hier upgraden, Mann. Achso. Nicht, dass ich den anderen jetzt auch mit drin habe. Doch, den anderen habe ich mit drin. Genau das wollte ich ja nicht. So, den habe ich jetzt nicht mehr drin. Jetzt kümmert ihr euch mal um... gibt es hier auch einen T2? Nee, ne? Ich will noch kein Sonarsystem bauen. Der T2 hat nichts mehr zu tun. Du hilfst da unten. Die anderen Jungs kümmern sich dann auch um die Energie. Du machst Energiespeicher, mein Freund. Dann hast du was zu tun. Uiuiuiui. Muss das unbedingt immer bei mir reinkrachen? Das kracht immer voll bei mir rein, ey. Oh, jetzt bin ich dick im Energieminus, sehe ich gerade. Aber wo? Wo nur? Ein T1 ist fertig, das ist der da. Der kann mal hier eben... Boah, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Ich frage mich gerade, wo ein bisschen Energie fehlt. Das ist T2. Energie wird da geladen. Energie wird... Ah, von denen wird die jetzt gerade verbraucht. Das... Deshalb. Das heißt, eigentlich müsste ich jetzt mal eben drauf verzichten, aber... YOLO. Der Fregattenverband ist immer noch eine Bedrohung. Earthcom Ende. Ich weiß. Ist ja gleich vorbei. So, und wir machen hier den ersten Schnitt und sehen uns in der nächsten Folge. Also, bleibt dran und schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal und ciao.